Moin moin und herzlich willkommen zu 7 Days to Die und ja, auch herzlich willkommen bei LP Gonche. Wir befinden uns in einer weiteren Folge und in der letzten hatte ich ja mehr oder weniger versprochen, dass wir in die zerstörte Stadt bzw. sogar in die 00 Stadt gehen werden. Da das 1,8 Kilometer sind, habe ich mir gedacht, ich laufe schon mal ein paar Meter vor. Und witzigerweise komme ich hier irgendwie bald an und meine Taschen sind schon voll. Grundsätzlich hätte ich eigentlich gerne vor, vielleicht schon wieder zurück zu sein am nächsten, also heute Abend. Ich weiß es noch nicht genau. Mal gucken, was wir so finden. Ich hätte eigentlich hier beim Haus nochmal einen Abstecher machen können, vielleicht ein paar Sachen ablegen können. Denn ich habe nochmal ein paar Taschen gefunden. Ja, na ja, gut. Also, wir haben heute Sonntag. Kleine Werbung am Rande. Der Omega 5000 und ich haben ein neues Let's Play Together angefangen. Okay, hier komme ich runter. Und ihr seid natürlich herzlich eingeladen zu schauen. Und zwar am Samstag und am Sonntag kommt immer eine Folge. Also schaut mal rein. Immer 13 Uhr. Lohnt sich natürlich, wie immer. Und ja, Samstag, Sonntags 13 Uhr, jeweils eine Folge, ganz entspannt, dass wir keinen Stress haben und euch regelmäßig am Wochenende mit neuen Videos versorgen können. So, jetzt fast in der zerstörten Stadt angekommen. Wollen wir nochmal gucken, ob die Hundehorde uns nicht möglicherweise auch noch vielleicht noch überrascht. Könnte ja auch sein. Gut, so am Tag glaube ich eher nicht. Aber ich glaube, ein Hund wäre ja trotzdem drin. Zumindest in der zerstörten Stadt. Wir sind jetzt quasi da. So, will ich nochmal gucken. 600 habe ich glaube ich nicht, oder? Doch. Habe ich. Die macht 8. Die ist ja viel besser. Ich bin mutig und scrap einfach mal. Die lassen wir gleich da. Scrap, das ist natürlich stark, 600 da. Schon recht nette Sachen gefunden. Möglicherweise muss ich nachher auch nochmal irgendwie Mais da lassen oder so, keine Ahnung. Oder ich suche mir einfach nochmal einen Platz in der zerstörten Stadt, wo ich die Sachen halt reinpacke. Schön, dass ich hier nicht so gut runterkomme. Okay, das ist schon mal ein schlechter Platz, um runter zu laufen. Ich bin ja auch gespannt, ich hatte die zerstörte Stadt nicht aufgedeckt. Das heißt, es kann natürlich jetzt auch durch dieses Random Game könnte diese zerstörte Stadt auch ein bisschen mistig aussehen. So, ich hole mal einen Nahkampf raus für mögliche Hunde. Da sind schon mal sportliche Gegner. Machen wir hier so einen kleinen Bogen. Vielleicht bringt das was. Weil ich würde eigentlich gerne irgendwie erstmal reinkommen wollen. Hier ist noch alles ruhig. Okay, hier geht das. Mann, shit. Oh, das ging schnell, dass ich wieder undetected war. Okay, da unten sind auf jeden Fall ein paar Zombies versammelt. Ich glaube, ich höre einen Hund. Da unten ist noch ein Bulle. Alter Schwede, also. Hört sich ja nicht so gesund an. Okay. Okay, wir gehen hier erstmal weiter.
Wollte jetzt nämlich ungern einen Zombie angreifen. Greife ich einen an, kommen dann natürlich gleich ein paar. Und das gilt es erstmal zu vermeiden. Okay, also da hat mir die Map schon mal eingewirkt, wobei das erstmal nicht so schlimm ist. Der Berg da ist gar nicht so wild. Ich muss natürlich nur vor einstürzenden Häusern ein bisschen aufpassen. So, Kaffee hätte ich noch mal eine in der Tasche, um noch mal wegzulaufen. Okay, das Haus hört sich sieht schon mal nicht so gut aus. Gut, die tummeln sich da. Mal gucken, ob die anlocken. Natürlich nicht. Wir hören hier mal vorsichtig rein. Das könnten wir auch nur scrappen. Was sollen wir damit? Das ist schon gerade sehr vorsichtig von mir, aber das liegt daran. Okay, hier komme ich nicht lang. Das liegt daran, dass ich den verbrannten Zombie quasi in meinem Ohr spüre. Und wir wollen ja hier keine unnötige Unruhe verbreiten. Unnötige Unruhe. Okay. Sind schon mal oben. Oh. Sensed. Hier oben noch irgendwelche Zombies sind. Sensed ist schon mal unglücklich. Okay, Spider. Runter. Die müsste doch eine. Genau. Das habe ich gesucht. Ist doch schön, wenn man sich in den Gebäuden auskennt. Oh. Okay, Scrap. Der andere verfolgt mich auch nicht mehr. Ich glaube, davon habe ich. Trage ich, aber besser, genau. Scrappen wir mal. Was ist das hier eigentlich? Ach, das ist dasselbe. Das wusste ich jetzt nicht. 20, das hat 16, okay. Das hat 20. Ja, dann nehmen wir das. Man macht es natürlich deutlich wärmer. So, denn. Boah, ist natürlich heftiger Loot hier. Die können wir da lassen, auch wenn sie gut ist. Na komm. Hoch mit dir. Der stört ja gar nicht. Warte mal, kriegen wir das? Natürlich nicht. Das ist ja. Okay. Geht. So. Woodframes haben wir ja genug dabei. Natürlich hechelt mir direkt ein Hund ins Ohr. So muss das. So, da kommen wir doch auch noch hoch. Ganz geschmeidig hier. Wir wollten ja primär auch erstmal reingucken, was hier so los ist, was es hier so gibt und vor allem, ob sie überhaupt meinen
nicht Neustart in der Alpha 13.6 überstanden hat. Das hätte auch schief gehen können vor bei der zerstörten Stadt. Was aber natürlich auf jeden Fall ersichtlich ist, ist die Zombie-Dichte ist hier echt heftig. Das ist auf jeden Fall was, was mich ein bisschen stört. Und auch nicht zu unterschätzen ist. Okay, aber hilft ja nichts. Also ich will mal gucken. Ich werde jetzt mal ein bisschen Action machen. Wo sind wir hochgekommen? Hier. Also wahrscheinlich ein bisschen Action. Jetzt wird sich wahrscheinlich gleich ein Hund mit mir anlegen wollen. Denn ich werde jetzt mal. Da ist er. Fuck, nicht getroffen. Gut, aber er hat auch nichts gesagt, deswegen lassen wir ihn dann doch nochmal. Wir lassen ihm die Chance, sozusagen. Obwohl hier hinten in der Ecke hatte ich noch nicht gelootet. Ich nehme jetzt erstmal alles Loot mit, was ich so kriegen kann. Und hoffe. Da kann man das grabben, ich glaube ja. Nee. Sehr gut. Ich glaube, wir kriegen es heute noch mit dem Hund zu tun. Direkt vor der Haustür. Shit, hunted. Okay, ich muss erstmal weiter. Da ist wieder der Hund. Okay. Das Auto wollte ich jetzt nicht unbedingt looten. Okay, hier ist erstmal nichts weiter. Ja, wenn man spawnt in der Nähe von der 00, beziehungsweise ja, in der 00 oder wie auch immer, dann sind natürlich so gut wie keine Zombies da. Dafür ist der Loot natürlich auch total am Murks. Lohnt sich überhaupt nicht. Ist natürlich jetzt bei mir schon ein etwas anderer Schnack. Okay. Auch nicht schlecht. Ich würde erstmal hier oben bleiben wollen. Ja, also hier sieht man ganz schön, wie der Random Map Generator zugeschlagen hat. Aber wenn man vorsichtig ist, geht's hier eigentlich noch, ne? Aber ich würde lieber nochmal eine normale Stadt finden. Als mich jetzt hier mit solchen Dingen rumzuärgern, wo hier so viele Zombies sind. Man merkt ja auch in meiner Stimme kaum, dass ich jederzeit auf einen Angriff gefasst bin. Ich bin total entspannt. Und ich bin tatsächlich auch gerade am Überleben. Ich höre hier die ganze Zeit immer so ein Geräusch, wie so eine Hupe oder so. Ob das im Spiel ist oder außerhalb des Spiels, wer hier so einen Alarm macht. Also so halt wie so ein Alarmknopf halt. So, hier scheint das wieder ein bisschen entspannter zu sein. Ich hatte zumindest hier keinen Zombie in der nahen Umgebung gesehen. Scrap, Scrap. Haben wir jetzt 600er, ne? Ja, und das ist auch noch besser. Also von der. Ah, da treibt sich wieder einer um. Also von der Haltbarkeit war das nochmal ordentlich besser. Ist hier unten irgendwas los? Dann da unten ist auf jeden Fall zu.
Klar. Mach schön Lärm. Ich hoffe mal, hier oben sind keine Zombies. Das wäre ganz cool. Fleisch könnte ich natürlich jetzt. Ja, okay. Nicht gebrauchen. Genau. Würde ich nicht mitnehmen. Ja, dann wurde doch mal hier die zerstörte Stadt. Boah, Alter, was hier ständig 600 da drin ist. 426. Ah, die Geschichte. Scrap. Ah, da habe ich, glaube ich, genau 4 Grad. Okay, die können weg. Können nicht weg. Aber eigentlich auch so ein 600er wegschmeißen ist. Tut ja irgendwie auch weh. Eine Pfeilspitze müssen wir jetzt nicht zwingend mitnehmen. Das können wir scrappen. Jo, da sind wir immer noch wieder, wie gesagt, fast voll. Aber ich würde natürlich gerne mal ausprobieren, in die City da rein, in die eine Tür da reinzukommen. Versuchen, ich weiß nicht, ob ich. Ich würde gerne versuchen, in diese eine Tür reinzukommen. So, jetzt ging der Satz. Und zwar da. Gucken, was die Zombies dazu sagen. Geht's. Wenn hier jetzt nichts Ordentliches drin ist, drehe ich durch. Pinker. Naja, wer weiß. Wer weiß, wozu das noch gut ist. So, hier kommen wir wahrscheinlich. Na, obwohl, doch, kommen wir runter. Hey, habe ich Hecheln hören? Das ist auf jeden Fall eine Schwester. Am besten nicht runterfallen und Bein brechen. Kein Hund, nur die Schwester. Ich meine, blöd ist natürlich, ich sehe nicht, die irgendwie an der Kante stehen hier unten. Ach, Vogelgezwitscher. Wie süß. Die 0-0 ist schon krank groß. Kann man nicht anders sagen. Okay, ich gehe mal zurück. Alles in der 0-0-Stadt. Kann ich eh nicht looten. Heul nicht. Stress mich nicht. Ich bin gar nicht da. Ich bin gar nicht da. Die Tür werden wir wohl nicht aufkriegen. Also, warum mache ich das? Erstmal, das ist. Hatte ich schon, okay. Ich werde die Tür hier nicht aufmachen. Ich habe keinen Bock, einen Zombie anzugreifen, weil die sind ja immer so schön miteinander verbunden.
Ich glaube, die schreiben sich immer eine SMS oder so, keine Ahnung, ob die jetzt WhatsApp nutzen oder sowas. Und schwuppsiwupps hast du 10 Zombies um dich rum. Und hier in der zerstörten Stadt kommt das extrem uncool. Und das wollen wir natürlich nicht riskieren. Jump. Jump. Oh, das hört sich nach Meer an. Ich meine, so eine Wanderhorde hätte natürlich was. Okay, ein paar Boxen auch rum. Gut, ich würde sagen, wir sind am Ende einer Folge angekommen. Das ist für Sonntag, für eine Sonntagsfolge genug Stress. In der nächsten Folge werden wir sehen, ob die Biene mich auffindet. Oder nicht. Oder doch. Oh oh. Ist sie geil. Ich hab mich nicht gesehen. Ich dreh durch. Okay. Dann gucken wir. Also in der nächsten Folge wird sie mich bestimmt sehen. Und ja, schaltet wieder ein. In 2 Tagen ist es wieder soweit. Alle 2 Tage, 15:30 Uhr, 7 Days to Die im Singleplayer. Bis dann, euer Happy Conji. Tschüss.